Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Alkai. Und in diesem Video sage ich euch, wie das mit der Apple Watch in den Apple Stores funktioniert. Viel Spaß! Es hat sich nichts geändert, die Apple Watch wird erhältlich sein ab dem 24.04. Jedoch möchte ich euch die Erfahrung, die ich im Apple Store Hannover gemacht habe, mitteilen. Ihr könnt dort nämlich die Apple Watch in aller Ruhe anprobieren, ausprobieren und anschauen. Nämlich ist das Ganze in drei Stationen eingeteilt. In der ersten Station wird es euch möglich sein, alle Apple Watches, die erhältlich sein werden, anzuschauen. Das heißt, die Apple Watch Sport, die Apple Watch und die Apple Watch Edition, alles in einer schönen Reihe. Und natürlich beide Varianten, das heißt 38mm und 42mm. Die befinden sich jedoch in einem Glastisch, das heißt, ihr könnt die weder anfassen noch anprobieren. In der zweiten Station gibt es Apple Watches, die sind in ein Pad integriert. Dort könnt ihr auf dem Bildschirm die Funktion nachlesen. Jedoch könnt ihr auch direkt an der Uhr selber ausprobieren, wie das alles funktioniert, ob euch das mit der Krone gefällt, ob euch die Größe ausreicht und wie das so alles aussieht mit Nachrichten beantworten oder mit Wecker stellen oder mit Fotos anschauen, mit Musik hören und so weiter und so fort. Auch hier könnt ihr jedoch die Apple Watch nicht anprobieren, weil die in diesem Pad fest integriert ist. Die dritte Station besteht aus einem Tisch, wo Matten drauf liegen und dort sind Apple Store Mitarbeiter und die helfen euch, eure jeweilige Apple Watch zu finden. Dort könnt ihr nämlich die Apple Watches anprobieren. So, das war's für dieses Video. Ich hoffe, ich konnte allen helfen, die an der Apple Watch interessiert sind. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal.